Ja, noch einmal ganz herzlich willkommen zu diesem Digitalk, der heute eingebettet ist in unseren EBMOOC, unseren offenen Online-Kurs, Ihr Update zur Online-Erwachsenenbildung. Mein Name ist Birgit Aschemann von Conedu und ich darf heute diesen Talk moderieren und werde dabei unterstützt von Reinhard Lechner. Vielleicht magst du mal kurz in die Kamera winken, Reinhard. Weil ja, schönen guten Abend. Hallo und danke. Du wirst dich ja wahrscheinlich nachher unsichtbar schalten, damit du dich bei deiner Arbeit weniger gestört fühlst. Reinhard wird eben den technischen Support heute für uns machen. Der EBMOOC und auch die Digitalks im Rahmen von Erwachsenenbildung.at werden gefördert vom österreichischen Bildungsministerium, also Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank dafür. Der Talk wird ja aufgezeichnet und veröffentlicht. Danke auch für Ihre Zustimmung, die Sie mit der Anmeldung schon und jetzt mit der Teilnahme gegeben haben. Ich freue mich immer, wenn es trotzdem einige gibt, die ihre Webcam offen haben. Dann sehen wir auch Gesichter. Das ist immer total nett. Aber natürlich, wenn Sie auf der Aufzeichnung nicht drauf sein wollen, können Sie die Webcam auch ausschalten. Und was sowieso ungesehen bleibt, ist der Chat. Also ich möchte Sie wirklich ganz herzlich bitten, während der ganzen Veranstaltung den Chat fleißig zu nutzen. Ich habe den Chat im Blick und sehe, was da an uns herangetragen wird, an Wünschen und werde es auch an passender Stelle oder an Fragen, werde es immer einmoderieren. Ja, möchte uns ja auch nicht zu lang aufhalten mit Housekeeping-Hinweisen, aber weil ich die Frage jetzt auch gerade wieder sehe, Teilnahmebestätigungen zu diesem Talk gibt es für Personen, die sich auf Erwachsenenbildung.at bei den Webtalks angemeldet haben über eVino. Für alle, die direkt über den EBMOOC zu uns gekommen sind, dafür ist ja die Teilnahmebestätigung nicht nötig. Die kriegen jetzt nicht automatisch eine Teilnahmebestätigung, aber wenn sie sich angemeldet haben über Erwachsenenbildung.at und heute jetzt mit ihrem vollen Namen dabei sind und bis zum Schluss dabei sind, dann kriegen Sie morgen automatisch ein E-Mail zugeschickt und können Ihre Teilnahmebestätigung für heute Abend herunterladen. Ja, jetzt ist schon genug mit den Housekeeping-Hinweisen. Inhaltlich starten wir jetzt gleich direkt in das Thema. Ich werde uns da auch nicht lang aufhalten. Ich möchte nur, wenn wir über Tools reden, über praxisbezogene, praktische und praxisrelevante Tools, eine Sache vorausschicken, einen Gedanken. Und diesen Gedanken verdanke ich der Dachstuhl-Erklärung. Die kennen Sie wahrscheinlich alle mehr oder weniger gut. Geht auf das Jahr 2018 zurück und einen Dialog von IT-Profis mit Bildungsprofis. Ganz was Wertvolles, dieser Dialog. Und damals ist schon formuliert worden, Bildung in einer digital vernetzten Welt muss aus technologischer, gesellschaftlich-kultureller und Anwendungsperspektive in den Blick genommen werden. Das heißt, wann immer wir über irgendwelche Phänomene in der digitalen Welt reden und die mit Bildung in Verbindung bringen, sollte man hinschauen, wie funktioniert das technologisch, wie kann ich es nutzen und wie wirkt es gesellschaftlich. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Zugang, auch wenn wir uns heute ganz stark da unten aufhalten werden, bei der anwendungsorientierten Perspektive. Also wie nutze ich das? Das ist unser Webinar heute. Wie nutze ich das? Was kann ich damit machen? Sollte man doch immer mitbedenken, diese technologische Perspektive, diese gesellschaftlich-kulturelle Perspektive sind auch ganz wichtig. Die werden wir in anderen, späteren, weiteren Webinaren wieder stärker in den Blick nehmen. Heute geht es darum, was gibt es für Werkzeuge, für Tools, und die wirklich praktisch sind, die einen Unterschied machen, die den Alltag erleichtern und wie kann man diese Tools nutzen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Personen, wir haben jetzt zufälligerweise genau 100 Teilnehmende, wenn meine Anzeige da stimmt, dass so viele Personen den Weg zu uns gefunden haben und das mit uns heute diskutieren möchten. Wir haben ganz tolles
Podium und ganz tolle PraktikerInnen als Gäste hier bei uns. Und ich bitte euch, liebe ReferentInnen, euch gleich selber vorzustellen. Und zwar habe ich dafür wieder in unserer üblichen Manier, haben wir dafür Steckbriefe vorbereitet. Und ich gehe jetzt einfach so die Steckbriefe durch und bitte als erstes dich, lieber Michael von der Virtuellen Pädagogischen Hochschule, um ein paar Worte zu dir. Ja, herzlichen schönen Frühabend, haben wir jetzt einen Nachmittag. Mein Name ist Michael Leitke, bin Teamleiter der Virtuellen Pädagogischen Hochschule, bin auch noch Referent beim Zentrum Digitale Kompetenz an der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland und war Teil bei dieser Gruppe dabei, dieses Modul zu gestalten und habe dann das digitale Werkzeuge Part bekommen und deswegen auch da so dieses Credo, was ich da unten hingeschrieben habe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, digitale Werkzeuge nicht so als zusätzlichen Aufwand zu sehen, sondern leider tun das aber manche Werkzeuge, sondern einfach als Hilfestellung und als Zeitersparnis. Und genau das will ich dann heute nochmal drüber reden und dann auch Last-Minute-Features, die noch dazugekommen sind, sogar nochmal herzeigen. Und das freue ich mich schon. Danke, Michael. Ich freue mich auch wirklich sehr, weil du wirklich so ein begeisterter Anwender bist der Tools, die du uns vorstellst. Liebe Lisa, darf ich dich bitten, weiterzumachen? Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Und kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und habe auch Film studiert. Habe dann sehr lange in der Medienbranche gearbeitet, bevor ich dann zu Michael ins Team gekommen bin, an die virtuelle PH. Und habe mich eben sehr viel mit Videoproduktion beschäftigt, habe jahrelang als Redakteurin und eben Filmemacherin gearbeitet und deshalb auch mein Video über die Videoproduktion mit dem Smartphone, über das ich eben dann nachher ein bisschen mehr erzählen darf. Genau, super. Das heißt, du bist wirklich die Profifrau für genau das, was du uns heute vorstellst. Wunderbar, danke dir. Und schließlich, lieber Gunther, sozusagen diesmal in einer anderen Rolle, sonst ganz oft auch schon sozusagen in der Moderation und Unterstützung, diesmal als Referent am Podium. Bitte stell du dich auch noch vor. Danke, Birgit. Ja, mein Name ist Gunther Schüssler. Einige kennen mich vielleicht von anderen Digitalks bisherigen, bin eben seit 2022 bei Conedu und bin als redaktionell medienpädagogischer Mitarbeiter tätig, leite auch selbst Workshops im Zuge meiner Anstellung bei Conedu und man kennt mich eben vielleicht als, so wie du angekündigt hast, Birgit, von der Moderationsrolle durch Digitalks zum Beispiel und Digicamps. Und eben inhaltlich auch schon sehr viel zu Tools gemacht und Medienpädagogik und didaktische Anwendungen. Genau. Und heute eben darf ich mit Ihnen gemeinsam mich austauschen zum Thema praktische Tools und insbesondere zu datensparsamen Tools. Genau. Und das Zitat, das auf der Pinnwand oben steht, mit digitalen Tools können wir für eine gute Zusammenarbeit sorgen, habe eben da mit dem Hintergedanken ausgewählt, dass Tools eben genau darin einen guten Zweck erfüllen, dass man eben wirklich sehr viel vereinfachen kann, indem man halt wirklich sich vernetzt und gemeinsam austauscht, an einem Projekt sozusagen gemeinsam arbeitet. Und wenn es dann datensparsam auch noch sein kann, ist es ein zusätzlicher Pluspunkt. Danke. So ist es, wunderbar, danke vielmals euch dreien. So, jetzt wissen wir sozusagen, wer sozusagen Input vorbereitet hat für heute. Jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wie Sie, mit welchen Anliegen und wie Sie alle oder ihr alle dabei seid. Ja? Und zwar würde uns da als erste Frage interessieren, Ihr Zugang, ja, also so aus welcher Perspektive interessieren Sie sich, interessiert Ihr euch für das Thema Tools? Und da haben wir jetzt schon eine Umfrage eingeblendet und wir bitten wieder alle, an dieser Umfrage teilzunehmen. Interessiert Ihr euch für das Thema aus der Perspektive Bildungsmanagerin, Kursleiterin, selbstständige Erwachsenenbildnerin, Studierende, Hochschullehrer, Lehrer an einer Schule? Was ist so die Perspektive heute? Aus welcher Perspektive schaut ihr hin, schauen Sie hin? Und wir geben da wirklich ein bisschen Zeit, bis alle oder zumindest viele, die meisten, diese Umfrage auch ausgefüllt oder teilgenommen haben.
kann da so ein bisschen schon mitschauen. Ich sehe jetzt, dass 3/4 der Teilnehmenden schon abgestimmt haben. Ich bitte auch die übrigen noch abzustimmen. Wir warten noch ein bisschen, bevor wir das Ergebnis veröffentlichen. Es ist ganz interessantes, verteiltes, gut verteiltes Ergebnis. Genau, man kann auch im Chat antworten. Das geht natürlich auch, wenn gerade die Umfrage aus irgendeinem Grund nicht angezeigt würde oder nicht funktioniert. Und da sehen wir dann eben gerade ein paar sonstige auch im Chat. Das ist auch gut. Danke vielmals dafür. Und inzwischen haben, genau, danke, ich lese im Chat mit. Ja, genau. Inzwischen haben jetzt 93 von 102, also sobald wir über 90% der Abstimmungsergebnisse haben, würde ich sagen, kann man freischalten und das Umfrageergebnis herzeigen. Und da sehen wir alle, dass wir eine gute Verteilung haben zwischen BildungsmanagerInnen, KursleiterInnen, Selbstständige in der Erwachsenenbildung, aber auch SchullehrerInnen, ja, und durchaus auch HochschullehrerInnen und sonstige, die ja im Chat schon gesagt haben, ja, von Verlag, Kongressmanagement, Redaktion und dergleichen. Sehr spannend. Vielen Dank. Das ist immer gut, das zu wissen. Fein. Und dann haben wir uns noch zwei Fragen überlegt, die wir für wichtig halten in dem Moment, ja, also in dem Punkt bei der Veranstaltung. Und zwar, wie schaut es denn aus? Sind Sie schon dazu gekommen, die eBMOOC-Videos anzuschauen? Und was ist jetzt so Ihr persönliches Interesse? Ihr persönliches Interesse an dieser heutigen Veranstaltung? Und da würde ich wieder bitten, die Umfrage freizugeben und bitte jetzt wirklich alle zuerst oben, wahrheitsgemäß, es ist anonym, zu beantworten, ob sie schon dazukommen sind, die Videos anzuschauen und was sie heute besonders interessiert. Ja, genau. Und das ist super hilfreich, was Sie jetzt machen, weil uns das absolut hilft zu entscheiden, wie intensiv wir Inhalte von eBMOOC-Videos wiederholen oder nicht und worauf wir den Schwerpunkt legen bei der Diskussion der Tools. Also bitte wirklich alle, die ihr inhaltliches Interesse verbinden mit der heutigen Veranstaltung, da abstimmen, weil dann können wir uns gut auf sie einstellen. Und es haben jetzt 90% teilgenommen an der Umfrage. Ich möchte noch ein bisschen Zeit geben, weil jetzt sind doch noch ein paar dazugekommen. Und ja, ich würde sagen, jetzt sind es 93%. Ich würde sagen, jetzt können wir freigeben. Schon interessant, oder? Also wenn der erste Punkt, das ist ja nicht so erstaunlich, weil man konnte sich auch von außerhalb des eBMOOC anmelden und die Zeit zwischen dem Freischalten dieser eBMOOC-Videos und dem heutigen Webinar ist nicht so lang gewesen. Also wir Referentinnen bitte ich euch im Hinterkopf zu behalten, dass da über 40% aus dieser Gruppe keine eBMOOC-Videos noch gesehen haben. Also das macht schon Sinn zu wiederholen, was wir wirklich in den Videos gezeigt haben. Doch, und da bitten wir um Geduld bei den 20%, die schon alle Videos gesehen haben. Und generell werden wir berücksichtigen im weiteren Verlauf der heutigen Veranstaltung, dass es ein großes Interesse gibt an Tools, die Alltagsarbeiten erleichtern. Die haben wir zwar jetzt von der Reihenfolge her stärker ans Ende gestellt, aber die video- und datenschutzfreundlichen Tools erleichtern ja die Alltagsarbeiten auch. Die Power Toys kommen dann sozusagen von der Präsentation und Besprechung her eher am Ende. Und die datenschutzfreundlichen Tools und Video- und Postproduktion, Videoproduktionstools sind auch jeweils für rund ein Drittel der Teilnehmenden oder mehr interessant. Ja. Genau, also bitte nicht spoilern, höre ich da schon, lese ich schon im Chat und war ist, ich höre sofort auf zu spoilern. Und wir können natürlich dann auch die Umfrage wieder beenden und können jetzt wirklich in Medias Res gehen. Und das wird jetzt so ausschauen, dass man nach der Reihe die verschiedenen Tools, die wir auch schon im eBMOOC vorgestellt haben, noch einmal kurz vorstellen. Ja? Und das heißt, wir werden in den Präsentationen in Erinnerung rufen, was wir in den eBMOOC-Videos gemacht haben. Gleichzeitig wird unser
Technik-Support im Hintergrund dann auch schon für alle, die noch nicht dazukommen sind, den Link zu dem Video posten, das im WebEMOOC eben verwendet worden ist, um diese Tools genauer zu zeigen. Das heißt, alle, die das jetzt nicht nutzen konnten, nehmen Sie bitte einfach den Link aus dem Chat mit. Bitte nicht parallel anfangen, ein Video zu schauen, weil dann haben es vom einen nicht richtig was und vom anderen nicht richtig was. Also bitte nur den Link schnappen und mitnehmen. Und bitte immer schon während der Präsentationen fröhlich in den Chat schreiben, was Sie beschäftigt, was euch beschäftigt. Und ich werde es im Auge behalten und dann jeweils nach den ersten Minuten zur Präsentation dann einfach auch Ihre Fragen einmoderieren. Und ich würde sagen, wir starten da hier gleich. Genau, es gibt einen Link zu den Videos, von denen hier die Rede ist. Und zwar wird es diese Links dann jeweils genau an der Stelle im Chat geben, wenn die Inhalte besprochen werden. Es gibt keinen gesammelten Link. Der gesammelte Link zu diesen Videos ist der EBMOOC Modul 2. Der gesammelte Link ist der EBMOOC, ja. Aber die Einzellinks werden dann jeweils an der jeweiligen Stelle eben in den Chat gestellt. Und bitte einfach fröhlich drauf losfragen und Gunther bitte einfach fröhlich loslegen. Danke, Birgit. Dazu gebe ich ja gleich mal meinen Bildschirm frei. Und ich glaube, Sie sollten ihn jetzt alle sehen können, den Bildschirm. Super, Birgit, gib mir Handzeichen. Sehr gut, genau. Ich darf heute mit Ihnen gemeinsam mich über datensparsame Tools austauschen und möchte dazu natürlich, wie die Birgit eingangs erwähnt hat, kurz einmal die Inhalte von Video 1 aus der Lektion 2 des EBMOOC mal kurz Revue passieren lassen und kurz wiederholen, was im Video 1 vorkommt, also zu den praktischen und zugleich datensparsamen Tools. Das erste Video legt eben genau den Fokus auf Tools, die einerseits praktisch sind. Das bedeutet, was bedeutet praktisch? Dass sie einerseits natürlich einfach sind in der Anwendung und dass sie sich eben gut dafür eignen, sie in der Bildungspraxis, in der Erwachsenenbildung zum Beispiel einzusetzen. Und zugleich das zweite und wichtige Kriterium, dass sie datensparsam sind. Datensparsam bedeutet also, dass sie wenig bis gar keine Nutzerdaten erheben und speichern. Es handelt sich dabei also bei diesen Tools um deutsche Anwendungen, um Anwendungen, die eben der DSGVO entsprechen, der Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO-konform sind und eben deren Server in Deutschland liegen. Genau. Und da sind eben die drei Tools Taskcards, Worksheet und Mindwandel von KidsBlock vorgestellt worden und auch noch TeamMapper und das Etherpad. Das waren noch zwei weitere Tools von KidsBlock. Wir werden uns heute wahrscheinlich aber auf das Mindwandel Tool beschränken und natürlich auf Taskcards und Worksheet. Genau. Und so möchte ich gleich mal loslegen mit dem ersten Tool und kurz einmal reflektieren, was im Video vorkommen ist. Wobei handelt es sich bei Worksheet? Worksheet ist eben ein Arbeitsblattgenerator, mit dem sich digitale Arbeitsblätter erstellen lassen. Die können online erstellt werden, verteilt werden und dann auch durch die Erstellerinnen ausgewertet werden. Genau, das macht es natürlich zu einem interessanten Tool für den Bildungsbereich. Es gibt einerseits flexible Vorlagen, also man kann direkt eine Vorlage nehmen, diese weiter bearbeiten und so sein Arbeitsblatt erstellen oder man fängt quasi bei Null an und generiert ein eigenes Arbeitsblatt. Da hat man dann auch unterschiedliche Textfelder zur Verfügung und unterschiedliche Aufgabenstellungen kann man dann in diesem Arbeitsblatt umsetzen, zum Beispiel einen Multiple-Choice-Test einfügen, ein Textfeld, einen Lückentext. Man kann auch einen Datei-Upload hinzufügen, dass die Teilnehmenden, die Nutzerinnen dieses Arbeitsblatts dann zum Beispiel eine Video- oder Audioaufnahme zur Verfügung haben oder hochladen sollen. Genau, oder einfach nur einen Text in Form von einem Textfeld eingeben. Dann kann man die einzelnen Aufgaben dann zusätzlich einer Bewertung unterziehen. Also man hinterlegt sozusagen ein Wertesystem, ein Bewertungssystem, um Punkte zu vergeben und am Ende kann man diese digitalen Arbeitsblätter auswerten. Das Besondere an dem Tool ist natürlich auch, dass es DSGVO-konform ist. Die Basisversion von Worksheet ist kostenlos und online findet man eben vorbereitete Vorlagen und auch zusätzlich Tutorials, die einfach kurz zeigen und einführen, wie erstellt man eigentlich so ein digitales Arbeitsblatt. Genau. Praktischer Vorteil bei Worksheet zusätzlich ist auch, dass man kein Passwort benötigt, auch dann nicht. Also es lässt sich einerseits einmal ohne Anmeldung nutzen, aber man kann einen Account erstellen und auch wenn man einen Account erstellt, braucht man kein Passwort dazu, sondern das Login erfolgt immer
dadurch, dass man die E-Mail-Adresse angibt und man erhält dann auf die eigene E-Mail-Adresse einen Link zugesendet, einen Button, und mit Klick auf diesen Button gelangt man sozusagen ins Backend, in den eigenen Account, wo dann die Datenblätter, die man bisher erstellt hat, hinterlegt sind und die man dann einfach weiter aufrufen und weiter bearbeiten kann. Genau. Also so viel einmal zu Worksheet. Wir werden am Ende sicherlich, also eine Fragerunde machen wir auf jeden Fall, und ich hätte mir überlegt, dass es, glaube ich, mehr Sinn macht, wenn ich einfach nochmal jetzt das zweite und dritte Tool kurz Revue passieren lasse und dass ich dann nochmal in die Runde frage, ob es irgendwas gibt. Genau, und dann können Sie sich auch zu Wort melden. Genau. Das zweite Tool, das vorgestellt wurde im Video, ist Taskcards. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Pinnwand. Also mit dem Tool lassen sich eben virtuelle Pinnwände erstellen. Und dabei kann der Fokus natürlich auch verschoben werden. Also eine Pinnwand ist nicht immer gleich eine Pinnwand. Eine Pinnwand dient einerseits der Ressourcensammlung. Das macht es natürlich sehr breit einsatzfähig in unterschiedlichen Bereichen. Pinnwand kann auch für Gruppenarbeiten genutzt werden. Und darin können dann den Nutzerinnen individuelle Rechte vergeben werden. Zum Beispiel die Teilnehmenden dürfen die Pinnwand nur ansehen oder sie dürfen auch einzelne Teile bearbeiten. Und man kann eben wirklich individuell festlegen, was die Teilnehmenden bearbeiten dürfen bei dieser Pinnwand und was sie nur zum Beispiel ansehen, lesen dürfen, aber eben nicht verändern dürfen. Weiteres Einsatzgebiet von Taskcards wäre eben die Kollaboration, dass man es einfach zum gemeinsamen Austausch nutzt. Oder eben auch im Bildungs- und Projektmanagement wird es gern genutzt, weil es halt einfach eine übersichtliche Struktur bietet und man sozusagen damit eben organisiert ein Thema sozusagen bearbeiten kann. Genau. Wie eben bereits erwähnt, die Berechtigungen können individuell vergeben werden. Die Person, die das Taskcards-Board erstellt, kann das eben im Hintergrund dann festlegen, kann eigene Links generieren. Einen Link zum Beispiel, der erlaubt, das ganze Board zu bearbeiten, und dann einen weiteren Link, der zum Beispiel nur zum Lesen dient, oder eben, also verschiedenste Links, es können zum Beispiel auch 10 verschiedene oder 7 unterschiedliche Links erstellt werden, und dann gibt man sozusagen wirklich sogar die einzelnen Kärtchen, die man dann beschränkt und zum Beispiel nur eine Lesefähigkeit auf einer Liste oder auf einem Kärtchen hinterlegt. Genau. Was wäre noch zu sagen zu Taskcards? Das Design zum Beispiel, da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, es vom Design her zu verändern, ein Hintergrundbild hochzuladen und die einzelnen Kärtchen und Listen zum Beispiel farblich abzuheben. Genau. Und der besondere Punkt ist natürlich, wie bei allen Tools, die ich jetzt in dem Zuge des Video 1 vorstelle, also sie sind DSGVO-konform. Also auch hier liegen die Server wieder in Deutschland und erfüllen die Datenschutzgrundverordnung. Genau. Und es ist in der kostenlosen, in der Basisversion sozusagen kostenlos verfügbar. Und das dritte Tool, also es ist eigentlich sozusagen eine Toolsammlung, da handelt es sich um die Tools von Kits. Und da wurden im Video 3 Tools vorgestellt: Mindwandel, TeamMapper und das Etherpad. Etherpad-Anbieter gibt es ja viele verschiedene. TeamMapper, mit dem Tool kann man eben Mindmaps erstellen, aber die würde ich sozusagen heute für die Sequenz ausblenden, weil es einfach den zeitlichen Rahmen sprengen wird, und so haben wir mehr Zeit dafür, dass wir uns mit Mindwandel auseinandersetzen. Mindwandel ist immer ein Tool, um Ideen zu sammeln und so ein gemeinsames Brainstorming zu unternehmen, und es eignet sich sehr gut für Votings, um eben einfach eine Auswertung zu einem bestimmten Thema zu unternehmen und einmal in die Runde zu fragen, zum Beispiel sich gemeinsam abzustimmen, Ideen zu sammeln und die gemeinsam dann auch zu bewerten. Also die einzelnen Ideen mit Klick auf neue Idee, Sie sehen es eben am Screenshot hier, mit Klick auf neue Idee fügt man eine neue Idee dem Board hinzu, kann den eigenen Namen angeben, muss man aber nicht, kann auch anonym bleiben. Und dann hat man die Möglichkeit, die einzelnen Ideen hochzuvoten. Sie sehen also diesen kleinen Pfeil auf der rechten Seite pro Kärtchen. Und es ist so ein Gefällt-mir-Button sozusagen, ein Like. Und dadurch, dass man raufklickt und wenn jetzt mehrere Personen raufklicken, dann wandert eben die Idee, die am meisten Votes hat, an die obere Liste. Also man kann eben auch diese Ideen sortieren nach Likes, und dann hat man sozusagen eine hierarchische Struktur und weiß ganz genau, welche Idee kommt bei den Teilnehmenden am besten an. Also es eignet sich sehr gut auch zum Beispiel zu Beginn von einem Barcamp, um gemeinsam Sessions quasi zu bewerten, genau, oder einfach Ideen zu finden, sich auszutauschen.
Weitere Möglichkeit ist eben, dass man es noch kategorisiert anhand der Farben. Man hat also so Farbsymbole und kann in einzelnen Kärtchen eine Farbe zuordnen und somit hat man, kann man sie zum Beispiel thematisch differenzieren. Genau. Das, die Laufzeit bei solchen Mind-Wandel-Boards und generell bei den Tools von Kids, da ist wichtig zu beachten, die sind immer 30 Tage verfügbar. Also es empfiehlt sich dann einfach einen Screenshot zu machen und den sich abzuspeichern. Eine weitere Möglichkeit ist auch, die Excel-Liste downzuloaden oder eben auch HTML-Datei lässt sich anfertigen von ihm. Also sozusagen, es gibt diese Speichermöglichkeit und die soll halt wahrgenommen werden, weil nach 30 Tagen erlischt das Board automatisch. Genau. Gut, das wären einmal die drei Tools so im kurzen Überblick. Und Birgit, ich darf einmal fragen, zeitlich, wie hättest du es? Immer bestens. Also wir können wirklich jetzt alle Fragen gemütlich beantworten, die da dahergekommen sind. Und die, weiß nicht, wir haben ja schon, ich habe ein bisschen mitgesammelt und mitgeschaut. Vielleicht fangen wir ja hinten an oder in der Mitte, weil die letzte ist eigentlich eh schon wunderbar beantwortet worden. Ja, vielleicht magst du gleich darauf antworten, was ist denn der Unterschied von Worksheet und Google Forms? Wie ist denn da, also Google Forms, also die Google Tabellen oder auch Google Formulare? Genau, also ich würde das natürlich mit dem Datenschutz beantworten, ganz klar. Das Taskcards, Worksheet meine ich natürlich, ich glaube, die Frage hat sich jetzt an ein Worksheet gerichtet. Ja, genau, Worksheet. Natürlich Datenschutz, aber es betrifft eh alle Tools, die ich gerade erwähnt habe, DSGVO-konform sind. Also das ist eben der große Unterschied zu Google, zu dem amerikanischen Unternehmen, das eben nicht an die DSGVO gebunden ist. Und bei Worksheet zum Beispiel braucht man keine Nutzerdaten preisgeben, nicht einmal die eigene E-Mail-Adresse, wenn man es nicht möchte. Das macht es eben zu einem interessanten Tool. Und ein zweiter Vorteil von Worksheet gegenüber dem Google Forms ist, dass es wirklich Worksheet optimal für Smartphone kompatibel ist. Es ist eben Smartphone optimiert und man gleichzeitig beim Erstellen des Worksheets, das, wenn man also dieses digitale Arbeitsblatt erstellt, hat man zugleich immer auf der rechten Seite Vorschau der Ansicht vom Smartphone. Also man sieht immer, wie es die Teilnehmenden dann später am Handy, am Smartphone sehen werden. Und das finde ich sozusagen ein zusätzliches gutes Feature. Absolut. Und ich habe jetzt da gerade noch die Nachricht von Paul Kotek, Google Forms innerhalb der Workspace for Education sind auch DSGVO-konform. Ja, aber es gibt halt gerade in Erwachsenenbildung viele, die diese Möglichkeiten nicht haben. Ja, also das ist für die Schulen dann vielleicht nicht so relevant, ein Tool zu haben, mit dem man da unabhängig ist. Aber in der Erwachsenenbildung ist das schon relevant, weil ja dann viele keine so Organisationslösungen in der Größe haben. Genau. Danke, Birgit. Ja, genau. Wo sammelt man dann die Worksheets ein, war dann so die Frage, die dann da auch noch gestellt wurde. Genau. Also gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wenn Sie sagen, Sie möchten sich nicht anmelden, Sie möchten keinen Account erstellen, dann würden Sie einfach zum Beispiel die einzelnen Links abspeichern und sich zum Beispiel in einem Word-Dokument oder irgendwo einfach gut aufheben und sich die einzelnen Links zu den Worksheets, zu den Arbeitsblättern abspeichern. Das wäre eine Möglichkeit. Oder Sie melden sich an eben mit Ihrer E-Mail-Adresse. Wie gesagt, Sie brauchen, würden auch kein Passwort benötigen, sondern wirklich nur die E-Mail-Adresse angeben, erhalten dann den Link und gelangen so quasi in Ihren eigenen Worksheet-Account und dort sind dann die digitalen Arbeitsblätter, die Sie erstellt haben, automatisch gespeichert und jederzeit abrufbar und bearbeitbar. Genau. Also ist dann sozusagen Ihnen überlassen, welchen Weg Sie wählen, ob Sie jetzt sagen, Sie möchten einen Account erstellen oder nicht. Super, danke dafür. Und noch eine Frage zu Worksheet, damit wir so dieses erste Tool vielleicht auch fertig machen. Da war so die Frage, was kann man mit der Basisversion machen? Wie sind da die Einschränkungen, ja? Also in der Basisversion? Beim Worksheet unterscheidet sich die Basisversion von den Pro-Versionen oder von den kostenpflichtigen Versionen nur dahingehend, dass der Datei-Upload beschränkt ist. Und die Teilnehmendenzahl. Also ein Worksheet,
das mit dem kostenlosen Account erstellt wird, kann an 30 Teilnehmende versendet werden. Das funktioniert eben so, dass man eine Gruppe erstellt und dieser Gruppe fügt man dann Personen hinzu, Teilnehmende, und an die kann man dann dieses Worksheet aussenden. Und die kostenfreie Version ist immer auf 30 Personen limitiert und die kostenpflichtige, da sind's dann, ist die Personenzahl unbegrenzt und der Datei-Upload ist höher. Also möchte man jetzt zum Beispiel Videos oder PDF-Dateien hochladen in dieses digitale Arbeitsblatt, dann hat man die Möglichkeit eben, bei den kostenpflichtigen kann man im wesentlich mehr Dateien hochladen. Genau. Also schon wie überall so das Freemium-Modell halt mit gewissen Einschränkungen. Es ist aber die kostenpflichtige, glaube ich, auch nicht sehr teuer. Gell? Wenn ihr das jetzt so, ist ja immer die nächste Überlegung oder die nächste Frage. Da ist es jetzt nicht so, dass massive Kosten auf einen zukommen, wenn ich das jetzt richtig eben in Erinnerung habe. Genau, genau. Es handelt sich dann dabei, also bei den zwei Accounts, um ca. 9 Euro und 15 Euro. Also die unterscheiden sich dann eben einfach noch einmal von der Kapazität des Speicherplatzes her. Gibt es eine Lösung mit 9 Euro, wo man schon sehr viel Speicherplatz hat, und dann gibt es noch eine, das wird dann noch einmal erweitert. Wie viel Speicherplatz das jetzt tatsächlich ist, müsst ihr kurz nachschauen. Ich weiß noch irgendwie im Kopf, 9 und 15 Euro waren die zwei kostenpflichtigen Accounts, genau. Ja, nur, dass man weiß, von welcher Größenordnung man da reden. Genau, genau. Und dann natürlich noch eine wichtige Frage von einer lieben Kollegin, die ich auch aus diesem Kontext offene Bildungsressourcen kenne. Die fragte dann auch, ob man denn mit Worksheets auch offene Bildungsressourcen erstellen kann. Also kann ich jetzt mit Worksheet ein Arbeitsblatt oder ein Produkt erstellen, das ich als offene Bildungsressource lizenziere? Und das ist natürlich sozusagen eine gefinkelte Frage, die sich nur aus den Lizenzbedingungen auch von Worksheet sozusagen erschließen lässt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da schnelle Antwort haben oder. Genau. Ja, also ich müsste dann auch noch einmal, Birgit, so wie du richtig gesagt hast, noch einmal jetzt in den Lizenzbedingungen nachsehen, um wirklich nicht irgendwie eine falsche Angabe zu machen. Es ist nicht, genau. Ja, ja. Könnt das natürlich nebenher dann noch einmal machen und schnell nachrecherchieren. Genau. Ja, bitte. Und ich würde sagen, liebe Carmen, bitte um Geduld bis zum Ende dieser Veranstaltung. Am Ende dieser Veranstaltung werden wir das mit Sicherheit zuverlässig beantworten können, aber so aus dem Ärmel geschüttelt, jetzt müssen wir selber nachschauen. Die Frage ist schon wichtig und gut. Ja. Ist auf jeden Fall wichtig. Und ich habe eine zweite wichtige auch noch gesehen, nämlich eben, wenn man eine Gruppe erstellt, ob die E-Mail-Adressen der Teilnehmenden angegeben werden müssen. Die müssen natürlich nicht angegeben werden, weil man eben einen Link generiert und diesen Link kann man an den Teilnehmenden senden. Also Teilnehmendendaten braucht man keine erheben. Und wahrscheinlich auch noch so wichtig, also aus dem vermutlich vielleicht eben aus dem Sprach- oder Basisbildungsbereich, ob es Einschränkungen bezüglich der verwendeten Sprachen gibt. Und die wird es sicher geben, aber ich weiß sie nicht auswendig. Auch das, da musst du einfach sagen, unter Antwort folgt oder Antwort ist schon da. Genau, würde ich auch darauf später verweisen, dass ich einfach nochmal schnell nachschaue, genau, was es mit den Sprachen auf sich hat, welche Einschränkungen es da gibt oder ob es da viele Möglichkeiten gibt, genau, auf jeden Fall. Also Sprachen und OER können wir einfach gut nachliefern, gell? Genau. Jetzt hast du ja aber mehrere Tools vorgestellt. Worksheets war nur eines dabei. Das war das, wo die meisten Fragen gekommen sind, weil halt Arbeitsblätter, das ist schon was unserer Routine so entspricht und so angenehm ist. Und wenn man sie dann noch dazu im Smartphone hat und schnell erstellen kann, dann ist das natürlich super. Aber du hast ja auch andere Tools vorgestellt und ich meine, wir arbeiten mit diesen anderen Tools und lieben die zum Teil sehr. Und ich weiß gerade von dir, dass du das Mindwandel von Kidsblog sehr magst. Warum magst du das so? Was ist denn da so das, was du daran so magst? Was mir am Mindwandel so gut gefällt, ist einfach wirklich die einfache Bedienbarkeit, dass man es schnell einsetzen kann. Man braucht sich ja dazu gar nicht anmelden, sondern ruft einfach die Seite auf und kann schon loslegen und quasi schon Ideen reinschreiben. Also es ist wirklich sozusagen ein Klick und sehr, sehr einfach zu verwenden. Genau. Also das ist ja sowas, was wir uns oft gar nicht vorbereiten, sondern wir sind in irgendeiner Live-Online-Veranstaltung und da machen wir das einfach schnell, weil es so schnell geht. Ja? Man muss unbedingt vorher anlegen. Vielleicht zeigst du uns das einfach in der Praxis, nachdem wir noch ein paar Minuten haben, damit wir nicht nur reden drüber. Man kann nämlich Mindwandel auf zwei Orten verwenden. Meistens wird es so verwendet zum Ideen sammeln. Man kann aber auch schon Ideen
fertig vorbereitet haben und es zum Abstimmen verwenden. Und das ist eine Anwendung, die haben wir im EMUG noch nicht gezeigt und die wird eigentlich auch selten verwendet. Und die könnte man ja kurz live eben. Genau, auf live. Jeden Fall. Ich wechsle einmal dazu in den Browser und zeige einmal, rufe einmal direkt die Seite her. Ich würde wirklich so quasi bei Null beginnen, damit man sieht, wie man es erstellt, weil es halt wirklich in Sekundenschnelle erstellt ist. Man ruft also die Seite idea.kids.blog auf. Die kann ja noch einmal in den Chat stellen. Das machen wir schon. Genau, gut, ist schon drin. Und man gibt dann einfach die Frage ein, zu der man eben sozusagen eine Umfrage oder ein Voting generieren möchte. Zum Beispiel eben, welches Tool planen Sie in Ihrer Praxis zu verwenden? Genau. Und klickt auf Erstellen. Und dann wird Mindwandel Board erstellt und den Link zu diesem Board kann man bereits an die Teilnehmenden versenden. Also man hat die Möglichkeit, einfach in die URL-Zeile zu klicken und mit Copy und Paste den Teilnehmenden zu versenden oder man klickt auf den Button Teilen und kopiert sich dann den Link raus oder eben erstellt sich ein Bild von dem QR-Code und sendet den weiter. Jetzt steht hier die Frage, welches Tool planen Sie in Ihrer Praxis zu verwenden und man kann mit Klick auf Neue Idee eine Idee hinzufügen. Zum Beispiel Taskcards. Taskcards und als Nutzername gebe ich jetzt zum Beispiel meinen Namen an und klicke auf Speichern. Und eine andere Person möchte aber gern anonym bleiben. Die wird quasi das voreingestellte Anonymous drin lassen und würde zum Beispiel reinschreiben Worksheet und speichert es ab. Und damit der Vollständigkeit halber sendet man auch noch das Mindwandel auf dieses Board. Genau. Und jetzt haben eben Teilnehmende die Möglichkeit, wirklich abzustimmen und zum Beispiel dem Mindwandel-Kärtchen ein Like zu geben und es sozusagen somit hoch zu voten. Genau. Birgit, ich sehe, glaube ich, gerade, du bist jetzt auf lautlos. Ja, stimmt, danke. Machen wir das doch gleich. Wir können einfach den Link in den Chat stellen und dann sehen wir mal, wie jetzt im Moment die. Genau. Okay. Reinhard hat ihn schon reingestellt. Super, danke dafür. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche ist. Genau, ich öffne den aus dem Chat. Dann haben wir sozusagen, falls jemand mit meinem Bildschirm mitschaut, hat er oder sie die Übersicht über das Board. Genau. Und ich sehe schon, sie beginnen schon zu kategorisieren mit den Farben Grün, Rot, Gelb. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, eine Übersicht zu erstellen und einzelne Ideen zum Beispiel einfach einer Kategorie zuzuordnen. Wenn man jetzt zum Beispiel, man verwendet die Farbe Gelb für Tools, die man einsetzen kann und die Farbe Rot für Methoden in der Erwachsenenbildung. Und die Farbe Blau zum Beispiel könnte man dann hernehmen für didaktische Strategien oder so. Also so lässt sich es quasi thematisch strukturieren. Und man hat eben dann die Möglichkeit, rechts oben noch Likes zu sortieren, also nach den abgegebenen Votes der Teilnehmenden. Oder eben, wenn man es nach Kategorie anlegt, auch nach Label. Also dann wird es quasi farblich sortiert werden. Und somit entsprechend einer Kategorie zum Beispiel. Genau, hat ja jemand andere Tools dazu geschrieben, Mentimeter, Test, Concept Board, Google Form, ich gehe es einmal kurz durch, das Miro, Whiteboard, genau, Flinger, Worksheet, Trello, also gibt es sehr viele gute und hilfreiche Tools, die da hereinfliegen, super. Wenn ihr da versucht, wirklich gleich zu sagen, schaut euch das alle oder schauen Sie sich das alle an und voten Sie mit, weil es ist schon total interessant. Da gehen wir jetzt dann mit einer Toolsammlung raus, die auf Teilnehmendenvorlieben beruht. Und das ist was ganz einfach jetzt entstanden ist, oder? Jetzt haben wir da halt oben Taskcards und Mindwandel, dann Worksheet, Mentimeter, wenn wir die jetzt gerade besprochen haben. Dann haben wir einen Test. Na gut, gibt's auch. Genau. Genau. Und so weiter. Und sozusagen die Reihenfolge passiert eben von links nach rechts. Also Taskcards ist das mit den meisten Votes. Rechts daneben ist das zweithäufigste. Darunter auf der linken Seite das dritthäufigste. Auf der rechten Seite dann das vierthäufigste und so weiter. Es geht eben von links nach rechts die Votes, genau. In die Kategorien, also da ist eine Frage im Chat, wer legt die Kategorien fest?
Genau, also man hat einfach die Möglichkeit, Farben zu vergeben und das müsste man dann quasi einfach kommunizieren. Dass man jetzt einfach in der Gruppe ausmacht, Rot steht zum Beispiel für Tools und Gelb steht für Methoden. Das ist jetzt nur ein Beispiel natürlich. Genau, also man hat einfach nur die Möglichkeit, dass man eben farblich sortiert. Ich mache das jetzt einmal, indem ich auf Sortieren nach Label klicke und somit werden quasi bei uns, in dem Fall haben ja die Kärtchen mehrere Farben. Da gibt es zum Beispiel Zyan, Dunkelgrau, Grün und Gelb gemeinsam auf einem Kärtchen. Wenn man es jetzt aber so handhaben würde, dass man zum Beispiel wirklich pro Kärtchen nur eine Farbe vergibt und dann auf Sortieren nach Label klickt, dann wäre es zum Beispiel, wäre die Ansicht die folgende, dass man zum Beispiel die Grünen zuerst sieht, dann die Gelben, dann die Blauen, dann die Roten und so hätte man einfach sozusagen eine schematische Struktur oder einfach eine Struktur nach Kategorien. Genau. Genau, und da war ja jetzt noch, ich glaube, jetzt habe ich erst verstanden, wie die Frage im Chat gemeint war, wer das technisch machen kann, also wer die Kategorien technisch festlegt, also die Benennungen, die Namen der Labels, genau. Das kann man eben, da findet sich auch schon im Chat, habe ich jetzt gelesen, von der Maya Natur, danke vielmals, unter Einstellungen lässt sich das eben bearbeiten, indem man dieses Zahnrädchen in der rechten oberen Ecke öffnet, gelangt man in die Einstellungen und da kann man dann die einzelnen Farben sozusagen umbenennen. Und ich benenne jetzt einmal Gelb um in Tools und Rot um in Methoden und klicke auf Speichern. Genau, es wird automatisch gespeichert, sehe ich gerade. Genau. Man kann auch neue Labels hinzufügen und auch die Farbe zum Beispiel neu anordnen oder andere Farben verwenden. Genau. Und man speichert es dann und hat sozusagen die neuen Bezeichnungen dann online ersichtlich an Bord. Genau. Genau. Ja, wunderbar. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es wirklich um ein einfaches Tool geht. Die Fragen erschöpfen sich ja jetzt schon langsam im Chat zu deiner Präsentation, Gunther. Wenn ich so auf die Zeit schaue und mir anschaue, was wir noch vorhaben, würde ich ja tatsächlich einen Switch machen und weitergehen wollen. Eine Frage noch, eine Runde, eine abschließende. Gibt es noch was zu den datensparsamen Tools, die Gunther Schüssler uns vorgestellt hat? Irgendwas ganz Dringendes? Außer den beiden Antworten, die er noch nachliefern wird im Laufe der Veranstaltung, im Chat nachliefern wird. Weil, wenn nicht, würde ich dann zu dir, Lisa, weiterhüpfen und dich bitten, uns in Erinnerung zu rufen, was wir im eBMOG schon über Videoproduktion mit dem Smartphone gehört haben. Videoproduktion mit dem Smartphone ist ein weiteres wirklich wichtiges Thema. Nur so als Hintergrundinfo, wir haben unseren ganzen eBMOG mit einem Smartphone gedreht. Ja. Und Lisa, du weißt ganz genau, wie das geht und wirst uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen, bitte. Ganz genau, danke schön. Ich schaue jetzt nur schnell, dass ich die Folien noch starten kann. So, kann man meine Präsentation sehen? Okay, perfekt, super, danke schön. Okay, dann darf ich Ihnen jetzt mal etwas erzählen über die Videoproduktion mit dem Smartphone. Und zwar, wir starten, wenn ich weiterklicken könnte. Okay. Ah, jetzt geht's. So. Also, wir starten gleich am Anfang mit der Vorbereitung. Und zwar ist da am wichtigsten, dass man, es klingt jetzt sehr banal, aber man glaubt gar nicht, wie oft man das auch vergessen kann, dass man den Flugmodus einschaltet und dann steht man beim Dreh und währenddessen das Handy, das wäre natürlich nicht praktisch. Deswegen immer, also ich mache mir selber auch immer Checklisten, die ich abhaken kann, dass ich weiß, okay, der Flugmodus ist jetzt abgeschaltet, die Powerbank habe ich mit, also ich habe genug Akku. Es wäre natürlich auch sehr suboptimal, wenn der Akku während dem Dreh ausgeht. Und was ganz wichtig ist, dass man sich im Vorhinein überlegt, was will ich alles aufnehmen, welche Qualität will ich aufnehmen, darauf komme ich aber noch später zu sprechen, und wie viel Speicherplatz brauche ich dafür. Und dementsprechend muss man den Speicherplatz auf seinem Handy auch freimachen. So, wir fangen dann einmal mit den grundlegendsten Tools an. Und zwar haben Sie vielleicht schon mal bei Ihrer Kamera am Handy entdeckt, dass da zwei bzw. vier Buchstaben stehen. Das sind einmal AE und einmal AF.
AE heißt Auto Exposure und AF ist Autofokus. Also das ist die Belichtung und der Fokus. Und diese zwei Tools kann man sperren oder entsperren, je nachdem, ob man es automatisch oder nicht automatisch haben möchte. Und dementsprechend kann man dann natürlich auch den Fokus und die Belichtung selbst einstellen oder das Handy macht das automatisch. So, dann gehen wir weiter zu der Multicam-Funktion. Und zwar gibt es ja seit Jahren schon mehrere Kameras auf unseren Handys. Dementsprechend wird die Qualität natürlich auch besser. Das heißt aber nicht, dass man deshalb einfach mit der Kamera zoomen sollte und sich nicht mehr zu dem Objekt, das man filmen will, hinbewegen sollte. Ich würde Ihnen trotzdem raten, vermeiden Sie, auch wenn Sie 5 Kameras hinten am Handy drauf haben, vermeiden Sie es trotzdem, dass Sie reinzoomen, sondern wenn Sie die Möglichkeit haben, bewegen Sie sich zu dem Objekt, das Sie aufnehmen möchten, hin und nehmen Sie es so auf, weil die Qualität bleibt einfach besser. Es ist nach wie vor, auch wenn man schon so viele Kameras am Handy hinten dran hat, ist es nach wie vor so, dass die Qualität besser bleibt, wenn man nicht reinzoomt. Also wir bleiben beim analogen Zoom und gehen derweil noch weg vom digitalen Zoom. So. Sie sehen hier rechts auf meiner Folie ein Raster und diese können Sie auch auf Ihrem Handy einstellen. Diese Linien dienen dazu, dass Sie Ihr Handy ausrichten können, also dass Ihr Bild gerade ist, das Sie aufnehmen. Nicht alle Handys haben diese Funktion, weshalb Sie sich aber auch an Objekten, die Sie, also zum Beispiel den Horizont oder Türrahmen, Bilderrahmen, zum Beispiel an solchen Objekten orientieren können, um Ihr Bild gerade zu richten, also dass es vertikal und horizontal gut ausgerichtet ist. So, und ich habe vorher schon ganz kurz den Speicherplatz angeschnitten. Hier möchte ich nochmal ganz schnell eben wieder auf den Speicherplatz eingehen, und zwar bei der Auflösung. Also 4K, glaube ich, ist den meisten unter uns schon ein Begriff. Das ist... War da eine Zwischenmeldung oder habe ich mich verhört? Okay. Gut, also ich glaube, 4K ist den meisten ein Begriff. Da geht es eben um die Bildauflösung. Aber natürlich, es ist wunderschön, wenn man eine gute Auflösung hat, aber das Ganze braucht auch sehr viel Speicherplatz. Und deshalb würde ich Ihnen raten, aufs Erste darüber nachzudenken, wie viel Speicherplatz Sie haben und wie hoch die Auflösung des Bildes wirklich sein muss, ob es notwendig ist, ob Sie das Material auf eine Plattform laden, auf Computern ansehen werden oder Bildschirmen ansehen werden, die wirklich 4K-fähig sind oder nicht. Dementsprechend ist es dann notwendig oder nicht notwendig, im 4K aufzunehmen. Und natürlich ist der Speicherplatz am Handy auch immer limitiert, was natürlich eine lange Aufnahmen in 4K eher unwahrscheinlich und unpraktikabel macht. Lisa, darf ich ganz eine triviale Zwischenfrage stellen? Für alle, die nicht so vertraut sind mit Auflösungen und dergleichen, möchtest du kurz dazu sagen, was 4K bedeutet und HD? Also nur zur Sicherheit. Oh, jetzt habe ich es. Entschuldigung, jetzt bin ich da. Okay. 4K und HD sind, also HD heißt High Definition und ist mehr oder weniger der Vorgänger von 4K. Und das ist die Pixelanzahl, die aufgenommen wird. Also wenn Sie sich Ihren Bildschirm anschauen, ist es nicht ein Bild, sondern es sind ganz viele kleine Punkte, die zusammen ein Bild ergeben. Und je mehr Punkte es gibt, desto besser ist das Bild. Und bei 4K, also 4K heißt 4000, es gibt 4000 Pixel, also wir haben 4000 Punkte. HD wäre 1080 mal 1920, also 1920. Und dementsprechend, das ist die Seiten- und Höhenabmessung vom Bildschirm und genauso viele Pixel gibt es dann. Ich hoffe, die Erklärung jetzt reicht. Genau, und eben, je mehr Punkte man braucht, desto mehr Speicherplatz braucht man. Okay, dann weiter zur Framerate.
Ein Video wird in Bildern aufgenommen. Also das ist keine durchgehende Sequenz, sondern ich mache pro Sekunde, macht die Kamera oder das Handy in dem Fall, Bilder, die es aneinander reiht, die für uns Menschen dann aussehen wie ein Video. Also als würde sich das Ganze bewegen. Wir haben so der Standard ist 30 Frames per Second. Das ist die, so wird das angegeben, FPS. Sind also Bilder pro Sekunde im Englischen. Und diese 30 FPS sind eben der Standard. Wenn man aber zum Beispiel Slow Motion kreieren möchte, muss man mehr Bilder pro Sekunde aufnehmen, um den Effekt zu erzielen, dass das Ganze ausschaut, als würde sich etwas langsam bewegen. Das heißt, man kann dann, wenn man zum Beispiel 60 FPS wäre das Minimum, das man für Slow Motion aufnehmen muss, wenn man 60 FPS aufnimmt, kann man die dann, also ich habe 60 Bilder in der Sekunde gemacht und kann die 60 Bilder dann zum Beispiel auf nicht eine Sekunde, sondern 2 Sekunden ausdehnen. Das heißt, die Geschwindigkeit ist die Hälfte. Und so kreiert man Slow Motion mit diesen FPS. Und auch das haben Sie vielleicht irgendwo auf Ihrem Handy im Kameramodus schon mal gesehen. Das kann man nämlich auch einstellen. Nicht bei allen, aber bei vielen schon. So, dann kommt es zu, also abgesehen vom Handy, gehen wir dann ein bisschen weiter zu zusätzlichen Equipment. Und da gibt es zum Beispiel das Stativ oder das Gimbal. Das Stativ, glaube ich, ist bekannt. Das hat meistens 3 Beine. Oben kann man das Handy oder die Kamera platzieren. Und das kann man für statische Shots oder wenn man ein größeres Stativ halt hat, mit dem, das man mit der Hand bedienen kann, kann man auch Schwenks damit machen, also ein Objekt zum Beispiel folgen. Aber es ist alles eher statisch. Mit dem Gimbal kann man sehr bewegte und dynamische Aufnahmen machen. Gimbal ist ein Schwebestativ, das heißt, das kann man in der Hand halten. Sie sehen es auch da im Foto. Und das Gimbal balanciert das Handy selbst aus, sodass das Bild ausschaut, als würde die Kamera schweben. Oder das Handy in dem Fall. Ohne Equipment ist es natürlich auch möglich, statische oder nicht verwackelte Aufnahmen hinzubekommen. Und zwar gibt es da ein paar Tricks. Sie können zum Beispiel Ihre Hände an den Körper geben. Dadurch werden Ihre Hände viel Ihre Ellbogen an den Körper geben. Dadurch werden Ihre Hände viel stabiler und das Bild wird nicht so verwackelt. Oder wenn Sie irgendeine Fläche haben, wie zum Beispiel einen Tisch, würde ich Ihnen raten, den Ellbogen auf den Tisch zu stützen, um damit Ihr Handy zu stabilisieren. So. Aber nicht nur das, was wir sehen, sondern auch das, was wir hören, ist sehr wichtig. Und da sollten wir vor allem auf die Umgebungsgeräusche achten. Also es ist natürlich ungünstig, wenn man neben einer lauten Straße aufnimmt, weil da wird man nicht sehr viel hören. Ich würde es nicht sagen, dass man unbedingt ein Mikrofon braucht, wenn man mit dem Handy aufnimmt. Die integrierten Handy-Mikros sind schon richtig gut geworden mittlerweile. Deswegen kann man dafür auch Handy-Mikros verwenden. Allerdings würde ich auf jeden Fall auf die Umgebungsgeräusche achten. Und aber auch, wenn Sie, wenn Sie drinnen aufnehmen, darauf achten, dass es nicht hallt. Das kann nämlich auch sehr schnell störend sein. Und falls es hallt, gibt es ganz einfache Tricks. Schauen Sie einfach, dass Sie sich vielleicht von anderen Räumen ein paar Objekte holen und diese in den Raum platzieren, dass sie vielleicht die Vorhänge zumachen, einen Teppich auflegen oder so. Das hilft sehr gut gegen Hall. So, dann gehen wir weiter zum Storytelling. Und zwar, wie auch beim Speicherplatz, ist es auch für Storytelling und fürs Videoformat wichtig, dass Sie sich im Vorhinein überlegen, wo Sie, also wofür Sie das Video brauchen, wo Sie es posten wollen oder wo Sie es veröffentlichen wollen. Denn je nachdem brauchen wir ein anderes Format. Also wir haben zum Beispiel das 16:9 Format, das wir auf YouTube oder auf Facebook finden, aber zum Beispiel auf Instagram oder TikTok wäre dieses Format oder ist dieses Format nicht wirklich weit verbreitet und unbrauchbar. Weil TikTok und Instagram wird hauptsächlich am Handy konsumiert. Das heißt, da braucht man ein Hochformat. Also da haben wir dann zum Beispiel 4:9 oder 9:16. Wichtig für Storytelling ist,
dass sie sich vor ihrem Dreh oder bevor sie noch den Dreh planen, sich überlegen, was wollen sie mit ihrem Video vermitteln? Also was soll die Geschichte in ihrem Video sein? Und da gibt es 5 ganz einfache W-Fragen, also wo, wer, was, wie und warum. Einfach damit sie eine rote Linie in ihrem Video entwickeln, damit das Ganze einen roten Faden hat und schlüssig ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen. So, dann gehen wir weiter zur Schnittgestaltung. Also wir haben jetzt in unserem Videoproduktionsprozess alles geplant und gedreht und dann können wir das Ganze in unser Schnittprogramm importieren, das gedrehte Material. Aber davor, in der Vorbereitung, haben wir uns natürlich einen Schnittplan festgelegt. Das heißt, ich überlege mir im Vorhinein, nachdem ich mir überlegt habe, was soll der Inhalt meines Videos sein, überlege ich mir, wie will ich diesen Inhalt bebildern. Bebildern heißt, welche Objekte, welche Personen möchte ich vor der Kamera haben, um diese Geschichte, die ich erzählen will, erzählen zu können. Und wie will ich das Ganze gestalten? Und das ist wichtig, dass ich mir das im Vorhinein festlege und überlege, damit ich nicht dann im Schnitt Probleme habe, weil ich zu wenig Material habe. Kommt oft genug vor, auch beim Fernsehen, bei ausgebildeten Leuten. Und deswegen ist es immer vor allem im Vorhinein wichtig, dass man sich überlegt, welche Bilder braucht man und was will man filmen und was will man erzählen. Dann ist es auch wichtig, dass man sich bei jedem Schnitt überlegt, welche Emotionen will ich transportieren? Und wenn ich diesen Schnitt jetzt setze, transportiere ich auch wirklich genau diese Emotionen. Und das Gleiche gilt auch für die Story. Das heißt, trägt dieser Schnitt, den ich jetzt setzen will, der Story, trägt er zu meiner Story bei oder nicht? Und nicht nur Musiker brauchen Rhythmusgefühl, sondern auch Leute, die im Schnitt sitzen, also Cutter. Es ist wichtig, dass man, also es gibt bestimmte Regeln, aber es ist auch ein Gefühl wichtig, das man hat. Und da geht es aber eben nicht um Musik, sondern es gibt so einen Standard-Schnittrhythmus. Da sagt man, es wird circa alle 4 bis 6 Sekunden geschnitten. Aber eben das Gefühl, das da sein muss, ist eben für die Emotionen, die ich transportieren will. Weil natürlich, wenn gerade etwas sehr traurig ist oder so, dann möchte ich, dass das Bild ganz lange steht, dann wird eher langsamer geschnitten. Aber wenn Sie zum Beispiel an Action-Szenen denken, dann wird sehr schnell geschnitten. Also um vielleicht auch ein bisschen mehr auf Handy-Content einzugehen, wenn Sie auf Instagram oder auf TikTok schauen, dann wird sehr, sehr schnell geschnitten. Also da ist die Standardschnittgeschwindigkeit von 4 bis 6 Sekunden einfach nicht mehr akkurat, weil man da eben nur bis zu 1 Minute Zeit hat, um zu erzählen, was man zu erzählen hat. Und dementsprechend muss man halt schneller schneiden. Und weil aber auch, das muss auch dazu gesagt werden, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen immer geringer wird. So, und dann habe ich Ihnen hier noch ein paar Schnitttechniken aufgelistet. Und ich kann da die ganz kurz mal ein bisschen erklären. Also wir hätten da zum Beispiel, ich habe leider ein bisschen zu wenig Zeit, um da genauer auf alle einzugehen, weil ich hätte natürlich ganz, ganz viele Videobeispiele und so weiter, aber dafür fehlt uns leider die Zeit. Aber ja, wir starten mit den Jump Cuts. Da wären zum Beispiel, da wären ein paar Teile aus der Timeline, also aus dem Zeitverlauf rausgenommen und dann schaut das Bild aus, als würde es springen. Dann gibt es den J-Cut. Wenn ich in der einen Szene bin, fängt der Ton von der anderen Szene schon früher an. Und umgekehrt ist es beim L-Cut. Da geht der Ton von der einen Szene, in der ich gerade bin, in die nächste Szene hinüber. Dann haben wir Cutting on Action, also das heißt in der Bewegung geschnitten. Dadurch erzeugt man sehr dynamische Bewegungen und Schnitte. Wir haben Cross-Cutting oder Parallel Editing. Und das heißt, da schneidet man zwischen 2 Szenen hin und her. Das kommt zum Beispiel, den Film nenne ich immer, weil ihn sehr viele Leute kennen, Inception. Da wird sehr viel mit Cross-Cutting gearbeitet. Also man springt dazwischen den Traumsequenzen hin und her.
Dann gibt es Montagen. Montagen sind Zusammenschnitte von Bildern. Wenn Sie zum Beispiel, es kommt in so vielen Filmen vor, ich weiß nicht, bei Rocky zum Beispiel, gibt es dann eine Szene, wo so eine Trainingsszene, und das ist immer so, wenn sich Menschen in Filmen vornehmen, jetzt viel zu trainieren und auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten, dann sieht man auf einmal Bilder von, sie sind im Gym und dann sind sie laufen und dann sind sie im Boxstudio und dann essen sie gesund und das Ganze sieht man in 20, 30 Sekunden zusammengeschnitten. Das wäre eine Montage. So erzählt man durch Bilder in kurzer Zeit eine Geschichte von einem zum Beispiel Entwicklungsprozess. Dann hat man, ja, Matchcut. Matchcut ist jetzt, wird in Social Media immer beliebter. Das ist dieses, wenn Sie es kennen von Social Media, Instagram und Co., dieses: Ich decke meine Kamera zu und dann gebe ich meine Hand wieder weg. Und wenn ich die Hand weggebe, dann bin ich auf einmal auf einem anderen Ort. Da ist natürlich ein Schnitt dazwischen. Und das wäre zum Beispiel ein Matchcut. Das heißt, die eine Szene wird mit dem gleichen, also der gleichen Bewegung oder dem gleichen Bild geändert, wie die andere beginnt, also die darauffolgende. Und dann zu guter Letzt haben wir noch den Fade, also das ist eine Blende, das heißt, etwas wird aus- oder eingeblendet, also das ganze Bild kann zum Beispiel aus- oder eingeblendet werden, wie zum Beispiel im Schluss. Also dann wird es dann einfach langsam schwarz. Ja, so. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe Ihnen das jetzt kurz zusammengefasst ein bisschen näher bringen können. Und ja, wenn Sie Fragen haben, bitte. Sehr gerne. Ja, vielleicht, wenn ich ganz kurz hinten anschließen darf. Entschuldigung, Birgit. Wir haben ja sehr intensiv zusammengearbeitet bei den Videos. Deswegen bin ja auch ich vorne vor der Kamera zu sehen und nicht die Lisa bei den Videos. Und es war sehr interessant, dass ich eigentlich aufgrund von dieser ganzen Hinweisen und den ganzen Informationen dieses Video dann so gedreht habe, wie es die Lisa quasi dann vorgescriptet hat. Und dann kommt das raus. Und es war sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie das Ganze wirklich dann eine Wirkung hat auf den Film. Und bevor ich die Lisa kennengelernt habe, bevor sie ins Team gekommen ist, habe ich Filme ganz anders gesehen wie jetzt. Vor allem, wenn man jetzt wirklich bewusst heute vielleicht am Abend bei einer Netflix-Serie oder bei einem irgendeinem Blockbuster einmal drauf schaut, diese 4 bis 6 Sekunden sind tatsächlich unglaublich akkurat eingehalten von den Filmemachern und sehr gespenstisch, dass es genau so dann abläuft. Auch wenn man es weiß, ist es dann immer wieder überraschend, wenn man das hört. Also ich war quasi dann das lebendige Beispiel für die ganzen Tipps und Tricks, die wir im EBMUG dann auch als PDF haben, weil ich quasi mit diesen Tipps das Video dann so gedreht habe. Wollte nur sagen, also es funktioniert, wenn man das Video dann sich anschaut. Super, super. Und wenn ich da vielleicht gleich noch was ranfügen dürfte, weil ich finde eben, es ist natürlich für Filminteressierte und für Medieninteressierte Leute nochmal vielleicht spannender, aber auch für die, die vielleicht nicht so sehr an der Videoproduktion interessiert sind, finde ich es ein sehr wichtiges Thema, einfach um die Hintergründe zu kennen und achtsam damit umgehen zu können. Vor allem wegen dem Umgang mit Social Media, um zu wissen, was alles möglich ist und wie man Emotionen steuern und Informationen transportieren kann, um bestimmte Ziele erreichen zu können, sei es zum Beispiel sein Produkt vermarkten zu können. Und deswegen finde ich das nochmal umso wichtiger, dass man so mal die Basics kennt und ja, genau. Also was ich von euch jetzt nochmal gehört habe, das ist universell anwendbar, hast du jetzt gemeint, Lisa, praktisch, ja. Und Michael, es macht sehr viel Spaß, ja. Du hast die Schnitttechniken beschrieben, Lisa. Und vielleicht können wir im Chat jetzt einfach den Link zum Video kriegen für alle, die sich das Video noch nicht angeschaut haben und im Nachgang vielleicht auch anschauen wollen, danke Reinhard, wie diese Schnitte dann auch ausschauen. Weil Michael, du hast das ja all diese Schnitte, also bis auf 2 von diesen Techniken, die du jetzt genannt hast, glaube ich, hast du alle auch umgesetzt. Und dann noch einmal sozusagen benannt und angeführt. Also das ist wirklich, also wirklich eine Empfehlung. Genau, es gab ein paar Fragen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, aber natürlich
Wollen wir die beantworten? Ich würde jetzt einfach diese drei Fragen herausgreifen. Mit welchen kostenfreien Programmen kann man denn als Durchschnittsuser, Userin schneiden? Ja, also das ist eine gute Frage. Das kommt immer darauf an, wie sehr man sich damit beschäftigen will. Es gibt jetzt zum Beispiel Premiere Rush von Adobe, gratis fürs Handy. Und das ist eben das Schnittprogramm, das für einen Computer gibt und mit dem sehr, sehr viel geschnitten wird in Produktionsfirmen. Das gibt es eben eine runtergekürzte Version auch fürs Handy. Und dann fürs Handy gibt es zum Beispiel ein CapCut. Und ja, das sind jetzt so die zwei wichtigsten eigentlich, die mir jetzt einfallen würden. Ja, wärst du so lieb, nachher noch die beiden Links zu Premiere Rush und CapCut in den Chat zu stellen? Und später natürlich, dann. Kann ich machen, ja. Genau, in der PDF dann direkt im EBMUX sind die Namen kategorisiert nach Smartphone und nach Desktop-Anwendungen, weil ich da OpenShot zum Beispiel sehe, oder Shotcut, genau, die zwei kommen nämlich auch vor, weil es natürlich auch Open-Source-Programme gibt, genauso wie kostenpflichtige. Und ich glaube, und das muss ich jetzt dann erwähnen, Entschuldigung Lisa, aber ich habe das jetzt gefunden und war so happy, für iPhone-User unglaublich interessant sind die Blackmagic-Produkte. Und es gibt fürs iPhone jetzt die Blackmagic-Kamera. Das ist eine App, die kostenlos ist von Blackmagic. Die stellen High-End-Kameras her und haben es jetzt so ein bisschen mit dem iPhone irgendwie angefreundet und haben auch dieses DaVinci Resolve jetzt dann fürs Handy und fürs Tablet dann bereitgestellt und ist ebenfalls kostenlos. Also dieses Blackmagic-Kamera fürs iPhone ist leider nur fürs iPhone, nicht für Android verfügbar, aber wer ein iPhone hat, diese Blackmagic-Kamera kann im Endeffekt alles, was wirklich eine High-End-Kamera auch kann, bis auf das Objektiv, ist im Endeffekt die Funktion nahezu identisch und wirklich ein absolute Empfehlung dahingehend. Genau, und in der PDF eben im EBMUG drinnen gibt es auch immer kurze Beschreibung, die Vor- und Nachteile zu den einzelnen Softwareprodukten. Aber mich freut es ganz gut, dass mit OpenShot und Shotcut genau auch der Open Source Gedanke dann da reinkommt, weil es auch mit diesen Tools geht. Wenn man damit umgehen kann und vielleicht sich dann überlegt, doch einmal auf Adobe Premiere umzusteigen, ist es genau mit diesen beiden Programmen überhaupt kein Problem, weil die sehr ähnlich aufgebaut sind. Super. Dankeschön. Schneiden auf dem Handy oder am PC kommt da jetzt noch eine Frage. Also wahrscheinlich Feinarbeit eher am PC, aber bitte antwortet ihr einfach, weil ihr wisst es besser. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe so am PC gelernt. Ich würde nichts anderes machen, weil also mir ist am liebsten, wenn ich einen großen Bildschirm habe, wenn ich ganz viel herumspielen kann und so. Aber wenn es natürlich schnell gehen muss oder wenn man einfach nicht die technischen Mittel gerade zur Verfügung hat, dann finde ich es eine super Alternative, wenn man schneller mal ein Handy ein Video am Handy schneiden kann. Also von dem her, wenn man Zeit hat und einen Computer hat, wo es gerade geht, dann würde ich definitiv am PC schneiden. Aber wenn es unterwegs einmal ist und man keinen PC dabei hat, ist das Handy mittlerweile definitiv eine sehr gute Alternative. Super, danke Lisa. Ich sehe, es sind noch zwei Fragen offen. Möglicherweise kannst du dich im Chat noch ein bisschen drum kümmern. Wir haben noch ein drittes Thema und nur mehr 22 oder 23 Minuten Zeit. Und deswegen werde ich jetzt da einen, wie heißt der, Hardcut? Nein, machen. Und einfach dich, lieber Michael, bitten, weiterzumachen, weil das, was jetzt kommt, war natürlich ein Kernanliegen auch von euch in der ersten Abstimmung, nämlich die praktischen Tools, die das Leben erleichtern. Deswegen bitte, Michael. Sehr gerne. Danke für die Erhöhung des Drucks jetzt nochmal. Genau, wir kommen zu den Power Toys und mir ist dieses Thema so ein großes Anliegen, weil ich es einfach selber täglich verwende. Power Toys ist eine Software von Microsoft, die es damals schon beim Windows 95, 98 und XP gegeben hat und nach dem Windows XP, wenn man sich zurückerinnert, das ist doch schon Zeit her, da war ich noch Student, da ist es verschwunden. Ich muss aber ehrlich sagen, damals als Student habe ich diese Power Toys gar nicht wirklich erkannt oder wie gut die eigentlich sind, waren aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut, wie sie jetzt sind. Mit Windows 10 wurden die Power Toys wieder eingeführt mit der Version 0.1.1. Interessanterweise haben die mit dieser Version gestartet
Und ganz, ganz besonders interessant ist bei Power Toys, dass es Open Source ist, halb Open Source. Es ist ein bisschen zwiespältig. Man kann sich den kompletten Source Code von Power Toys auf GitHub klonen. Man kann den Code ändern. Man kann sich es auch selber quasi dann erstellen, die Power Toys. Aber das Tool Power Toys, was von Microsoft ausgeliefert wird, das steuert am Ende dann noch Microsoft, aber schon mit den Weiterentwicklungen von Usern, die einfach Ideen haben, die werden gleich damit eingebaut. Und das ist nicht zufällig, weil Microsoft hat ja GitHub gekauft, auch in dem Hintergrund mit ChatGPT, mit OpenAI Anteilen, die ja Microsoft hat. Dadurch haben sie eine super Codebasis und die haben das auf GitHub freigestellt und es ist so halb Open Source. Also man kann es tatsächlich herunterladen, also man kann es anschauen, frei einsehen, den Code. Aber die endgültige Entscheidung liegt ja dann doch noch bei Microsoft. Und da gleich vorab sollte die Frage auftauchen, die eben aufgrund vom ersten Thema vielleicht auch noch präsent ist. Das ist die datenschutzkonform und also DSGVO und datensparsam. PowerToys verändert tatsächlich die Richtlinien fast mit jeder Version, minimalst, aber sie verändert die immer wieder. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass PowerToys genauso viele Daten oder genauso wenige Daten weitergibt wie Windows selber, weil das eben direkt miteinander gekoppelt ist. Das heißt, wenn man Windows verwendet, ist es im Endeffekt, und das funktioniert ja nur auf Microsoft Windows, dieses PowerToys, ist es eben maximal so, wie eben Windows selber die ganzen Daten hergibt. Also da ist es einfach so direkt angekoppelt. Ganz kurz noch, wenn vielleicht die Frage ist, was ist jetzt mit Apple? Ich habe vorher auch schon Linux gelesen. Also Linux, muss ich sagen, habe ich dann nach meiner Studentenzeit auch nicht wirklich mehr angegriffen, aber aus Zeitgründen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt Mac laufen und Windows. Diese PowerToys gibt es zur Hälfte auch in macOS eingebettet schon. Ich werde das dann noch dazu sagen, was auf macOS als Alternative dann gibt und wie man das dort dann anwendet. So, aber jetzt rein in direkt in das Thema, was kann das alles? Und es beginnt mit so kleinen Helferlein und wenn man PowerToys sich installiert, funktioniert das auch gleich, wie ich jetzt hier diese Shortcuts herzeige. Ich glaube, ein Ding ist, ein Fenster im Vordergrund zu halten. Ich glaube, man hat sich immer gefragt, wenn man STRG ALT Entfernen drückt und der Taskmanager kommt, wieso ist dieses Fenster dauerpräsent und wieso kann ich andere Fenster nicht dauerpräsent vorne machen? Das heißt, wenn ich hin und her klicke zwischen zwei Fenster, die sich überschneiden, ist immer das Fenster im Vordergrund, das aktiv ist. Und mit STRG Windows und T, eine ganz kurze Kombination, nur kann ich jedes beliebige Fenster so in den Vordergrund bringen, dass kein anderes Programm mehr vor dieses Fenster drüber läuft. Und gerade wenn man Dinge herumkopiert von einem Dokument ins andere, ist es irrsinnig gut, sowas zu haben, weil man beim Hauptdokument, wo man rauskopiert, das im besten Fall immer komplett sichtbar ist und das andere Dokument, wo ich hineinkopiere, das ist, was meistens verdeckt ist. Und damit funktioniert es unglaublich gut. Ich werde es dann auch gleich live herzeigen, weil ich es eh für eine Demonstration dann benötige. Aber nur so mal als Einstieg, so eine ganz simple Sache, die aber wirklich das Leben erleichtert, wenn ich so ein blödes Fenster im Vordergrund haben möchte. Und das funktioniert mit PowerToys. Das zweite Tool, das ich da noch habe, ist etwas, was ich eigentlich auch täglich und zwar mehrmals benötige. Das ist der Farbwähler. Ich glaube, man hat schon oft ein Bild gehabt oder wenn es jetzt auch um Logos geht, wenn ich da jetzt dann dieselbe Farbe brauche wie in dem Logo, wie lautet die Farbe bei dem Logo? Wie ist da der Farbcode von genau dieser Farbe? Wenn ich jetzt eBMUG anschaue rechts oben, wie ist der Farbcode von dem Gelb? Ich brauche das jetzt in einem Dokument und will es herausfinden, wie das ist. Und der klassische Weg, glaube ich, und viele kennen den, ist mit Snipping Tool einen Teil heraus fotografieren, dann vielleicht in Photoshop oder GIMP hinein kopieren und einfügen und dort nachher mit dem Farb Wähler dort in dem Programm die Farbe heraussuchen. Und mit STRG Windows C, bin ich gespannt, ob das direkt, oder Shift Windows C, habe ich natürlich gesagt. Wenn die Präsentation läuft, funktioniert das leider nicht, das werde ich auch gleich live herzeigen, kann ich bei jedem Pixel auf meinem Bildschirm hingehen und er zeigt mir die Farbe an, die sich da gerade befindet. Wenn man mit Grafiken arbeitet, wenn man grafisch was benötigt oder wenn man auf einer Website eine Farbe sieht, ich will wissen, was das für eine Farbe ist, mit Shift Windows C öffnet sich sofort dann der Farbwähler und ich kann den auswählen, diese Farbe. Werde ich gleich live herzeigen.
auch so ein kleines, unglaublich nettes Tool. Text Extractor, mittlerweile auch für mich persönlich unerlässlich. Wenn ich jetzt einen Video schaue auf YouTube oder auf einer anderen Plattform und ich sehe so eine schöne Übersicht, punktuell eine Übersicht über verschiedene Punkte, die in dem Video vorkommen, dann kann ich die, wenn ich genauso eine Strukturierung brauche, die natürlich abschreiben. Der Text Extractor ist so, dass ich an jeder beliebigen Stelle vom Bildschirm, nachdem ich Windows Shift T gedrückt habe, einen Ausschnitt davon nehmen kann und ich habe sofort in meinem Zwischenspeicher den Text, der sich darin befindet. Unabhängig, ob es ein Video, ein Bild oder sonstiges ist. PDF-Dateien zum Beispiel sind ja auch der Klassiker, wenn man es nicht rauskopieren kann. Und das ist eine wahnsinnige Zeitersparnis, wenn ich eh schon Dinge, die da sind und gerade Bilder sind so etwas, wo ich den Text vielleicht nicht rausbekomme. Der Text Extractor arbeitet mit OCR, das heißt mit dieser automatischen Schrifterkennung und kann mir das dann sofort raussuchen. Und ich kann einfach mit rechter Maustaste einfügen in einem Word-Dokument diese Inhalte dann sofort verfügbar machen. Und ich habe da jetzt ein anderes Bild genommen, das ist jetzt dünkler wie auf der vorigen Folie, weil das nehme ich jetzt mit der Version 0.7.4, die gestern oder vorgestern rausgekommen ist, ein Versionsupdate auf 2.0 bekommen hat, weil es jetzt noch zuverlässiger und besser funktioniert, also wahnsinnig schnell, wie da die Entwicklung dann oft läuft. Und bevor ich dann noch meine absoluten persönlichen Highlights herzeigen will, gehe ich vielleicht ganz kurz außerhalb jetzt der Präsentation durch diese drei Punkte kurz durch, die ich jetzt angeschnitten habe, damit man auch live sieht, was das wirklich für eine schöne Auswirkung hat. Ich werde jetzt hier diese Präsentation darüber ziehen. Genau, und habe da jetzt dann die Power Tools auch. Und die Frage ist, wenn ich jetzt unbedingt da was brauche und da was anklicken will, aber das Fenster soll nicht verschwinden, ne? Haben wir gerade vorher gesehen, mit Steuerung Windows T habe ich jetzt einen blauen Rahmen und das bleibt jetzt für immer vorne, egal welches Fenster ich jetzt noch da hinschieben möchte. Das kann ich auch jetzt dann zum Beispiel Word rüberziehen. Das bleibt hinterhalb. Steuerung Windows T, kann ich auch ein zweites Fenster, wenn ich mehr Bildschirme habe, fixieren. Und wenn ich dann die Tastenkombination nochmal drücke, ist es wieder so wie vorher, dass das überblendet. Und weil ich vorher dieses Logo angesprochen habe, ich will zum Beispiel jetzt dieses Gelb da haben, habe ich vorher gesagt, Shift Windows C. Und wenn ich das drücke, habe ich plötzlich neben meiner Maus die Farbe. Und wenn ich jetzt da drüber gehe, habe ich jetzt hier den Farbcode vom EBMOG. Und wenn ich draufklicke, kann ich mir jetzt den Hexcode RGB und HSL auch herausnehmen, wenn ich jemals für mein Bildbearbeitungssystem eine andere Definition für die Farbe habe. Plus, ich sehe auch Abstufungen dieser Farbe, die auch ideal dann als Kontrast oder Verstärkung dann zur Verfügung steht. Das ist dann gleich zusätzlich eine Palette. Also mit Shift Windows C kann ich das aktivieren. Und sobald ich dann eben hier gehe, das ist schwarz, 000 eindeutig, aber wie ist hier die Farbe zum Beispiel von der Schrift, habe sofort den Farbcode und kann den dann schon verwenden in einer anderen Präsentation. Und das hier ist ein Bild, da steht EBMOG 2023, da kann ich jetzt eben dieses letzte Tool zeigen und wenn ich mir nicht sicher bin, wie war noch mal die Tastenkombination, kann ich dann wieder PowerToys aufrufen. Ich möchte zum Beispiel jetzt da sind so viele Tools dazugekommen, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das ist, Textextraktor, dann steht hier immer die Kombination, die ich verwenden muss, aber ich kann diese Kombination auch anpassen und eine andere Tastenkombination hinlegen, die ich für praktikabler finde oder wenn ich eine Zusatztastatur habe, wie komme ich schneller hin? Also Shift Windows T lasse ich jetzt mal hier drüber laufen. Ich mache hier gleich Word auf. So, und jetzt dann schon die erste Geschichte. Ich möchte das darüber kopieren. Sieht man schon, ich habe ein Problem mit dem, dass das im Vordergrund bleibt. Ich werde jetzt das kurz in den Vordergrund haben. Sage jetzt Windows Shift T. Markiere jetzt hier dieses Bild, nur EBMOG. Und plötzlich passiert nichts. Aber es passiert schon was in meinem Zwischenspeicher. Habe ich jetzt direkt EBMOG drinnen. Das heißt, er nimmt mir automatisch diesen Text daraus. Wir können das auch ein bisschen aufwendiger zeigen, und zwar hier
auch wenn die Schrift sehr klein ist. Mal schauen, ob das das auch schafft. Ich mache das nochmal, Shift-Windows-T, markiere mir jetzt hier diese Beschreibung aus dem Bild, Textextraktor, und wechsle jetzt hier und kopiere mal und füge das hier ein und sehe jetzt dann hier den Text, den ich vorher da in dem Bild gehabt habe. Und man sieht hier schon, je schlechter die Qualität vom Bild und je kleiner, desto schlechter auch der Text, den er rausbekommt mit Hilfe der automatischen Erkennung. Das war jetzt ein bisschen ein Extrembeispiel. Wenn ich da ein bisschen reinzoome, dann wird es sicher locker funktionieren, dass er auch das erkennt. Können wir gleich nochmal probieren. Snipping Tool hier. Gehe zu Word und werde jetzt sehen, jetzt funktioniert es deutlich besser. Das heißt, ich muss nur reinzoomen und es funktioniert perfekt. Und das sind eben so Kleinigkeiten, die einfach wirklich das Leben erleichtern und ich täglich einfach verwende. Und ich will jetzt noch so zwei meiner absoluten Highlights zeigen, die ich auch in letzter Zeit so wahnsinnig oft brauche. Wir haben ja gerade relativ viele Zusammenstellungen von Texten, von vorhandenem, das wir zusammenfügen wollen. Und da kommt immer wieder vor, wie hier bei einer Präsentation, ich schnappe mir diesen Text und ich will den unbedingt in meinem Dokument drüben haben. Das heißt, ich mache rechte Maustaste kopieren oder Steuerung C. Und wenn ich das jetzt hier einfüge mit Steuerung V, das ist ja am schnellsten. Ne? Okay, Entschuldigung, jetzt natürlich PowerPoint macht es richtig, weil es ein Windows-Produkt ist. Ich wollte jetzt eigentlich eher, dass er klassischerweise die Formatierung übernimmt. So, ich mache es einfach mit der eBEMUG-Webseite, kann man gleich Werbung dafür machen. Ich möchte jetzt hier diesen Text hier kopieren aus einer Webseite und möchte ihn in Word einfügen. Und es passiert, dass ich die Formatierung mitkopiere. Und ich glaube, sowas hat man schon erlebt. Ich glaube, zurzeit kopiert man relativ viel aus ChatGPT raus. Dann hat man immer diesen grauen Hintergrund bei der Farbe. Ja. Und ich zeige ganz kurz den Workflow her, wie es jetzt funktioniert. Ich nehme quasi das hierher und ohne, dass ich jetzt eine rechte Maustaste verwende, bekomme ich den Text hinein. Es werden jetzt manche aufschreien und sagen, es gibt ja eh in Word die Option, rechte Maustaste einfügen nur als Text. Ja, ich will es aber mit einem Tastendruck machen und mit Windows, mit Steuerung und Alt gedrückt, wenn ich die drei nebeneinander drücke und dann V verwende, wie Steuerung V, nur sich die zwei Tasten mitnehme, habe ich sofort nur den Text übernehmen, direkt in das Dokument. Und wenn man Steuerung V oft verwendet, ist eben Steuerung Windows Alt V ja auch nicht weit entfernt. Ich brauche nur zwei Tasten mehr drücken. Vielleicht, da ich Klavier spiele, vielleicht einfacher wegen den Finger auseinandergeben, aber es ist trotzdem sehr gut möglich, das zu erreichen. Und das ist etwas, was ich zurzeit täglich brauche. Also wenn ich irgendwas rauskopiere oder von einem vorhandenen Text von mir was herauskopiere, ich will aber nur den blanken Text haben, weil sonst haust mir die Formatierung zusammen, dann nehme ich Steuerung Windows Alt V und kann das verwenden. Auch das ist immer nachsehbar in der PowerToys Tool. Das heißt hier, als nur Text einfügen, sieht man immer die Tastenkombination, wie man das verwenden kann. Und zum Abschluss, weil die Zeit davon läuft, da muss ich kurz einen kleinen Umbau machen. Entschuldigung, so. Und auch meine Kamera schwenken und dadurch auch den Bildschirm stoppen zum Übertragen. Dann habe ich gleich 5000 Tasks auf einmal. Ein Ding, das einfach der absolute Wahnsinn ist, ist so eine klassische Situation, finde ich, am Arbeitsplatz. Man hat einen Stand-PC, der steht hier. Ich habe da angeschlossen eine Maus, eine Tastatur, einen unaufgeräumten Schreibtisch. Aber diese Maus arbeitet, und ich hoffe, das sieht man jetzt gut, arbeitet auf meinem PC. Und plötzlich, wie von Geisterhand, wandert die Maus aber plötzlich runter zum anderen, hier zu meinem Laptop. Das heißt, ich kann hier arbeiten. Ich kann auf dem anderen Computer mit derselben Maus, und ich zeige es hier, dass man es mal glaubt, hier ist die Maus, ich wandere jetzt wieder, hier sieht man die Maus im Laptop, ich wandere rauf und bin plötzlich wieder oben hier bei meinem Desktop-PC. Ich kann die Maus also für beides verwenden und auch die Tastatur. Und das absolut Geniale ist, ich kann auch Dateien mit Steuerung C, also mit Kopieren, kann ich auch mit Einfügen sofort auf das andere Gerät rüberbringen.
Ich habe da ein Dokument vorbereitet, um das wirklich auch zu zeigen. Ich hoffe, ich finde es. Nein, natürlich nicht. Ich nehme jetzt irgendeine Datei rüber. So, wo ist die? So, mehr Bildschirme haben nicht immer nur einen Vorteil. Da ist sie. Und zwar findet man hier jetzt die Datei Übungstext. Und das ist eine TXT-Datei. Ich nehme die jetzt und kopiere die. Was mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist mit diesen Untermenüs. Genau, deswegen mache ich das nicht gerne. Normalerweise mit STRG-C. Und gehe jetzt runter zu meinem, Laptop und kann hier mit rechter Maustaste einfügen und finde jetzt hier diese Datei Übertragungstest. Das heißt, ich kann über Computer hinweggreifend also meine Tastatur und meine Maus verwenden. Und das Ganze tatsächlich nur mit Hilfe von PowerToys. Und diese Funktion heißt in PowerToys Mouse without Borders. Das heißt, meine Maus kennt keine Grenzen mehr und kann dann hier mit Hilfe, das kann ich da mit Einstellungen starten, kann hier mit Hilfe eines Schlüssels, den ich mir generiere und dann am anderen PC eingebe, kann ich die zwei verknüpfen und diese zwei PCs können dann eben sich eine einzige Maus teilen. Und das schaut dann auf meinem Hauptrechner, schaut das dann so aus, gehe ich jetzt hier rauf, schaut das dann so aus, dass ich hier meinen Main-Desktop habe und da sehe ich meinen Laptop-Desktop unterhalb und auch die Anordnung, wenn der Desktop jetzt hier unten ist, dann kann ich mit der Maus runtergehen zum anderen Bildschirm. Wenn ich den darüber schiebe, muss ich aus dem Bild rechts rüber, damit ich dann auf dem Laptop die Maus zur Verfügung habe. Das heißt, auch je nach Setting kann ich das anordnen, wie ich es brauche. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dann für viele ein Problem ist, aber ich persönlich kenne es, wenn ich zum Arbeitsplatz gehe, wo ein PC zur Verfügung steht und ich komme mit meinem Laptop hin, wo arbeite ich jetzt dann? Und ich bevorzuge meistens immer den Laptop, obwohl der Desktop-PC oft mit dem Bildschirm deutlich schöner und besser ist. Aber wenn ich das verwenden kann für beides, die Maus und Tastatur, dann habe ich da natürlich einen riesen Vorteil und kann das dann auch so verwenden. Und das ist so mein persönliches Highlight am Ende. Und das wollte ich noch unbedingt zeigen. Bin ja gespannt, wie da die Reaktionen drauf sind, ob das als sinnvoll erachtet wird. Und nützlich vor allem, das soll es ja sein. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann war es das auch von meiner Seite. Super, vielen lieben Dank. Danke dafür. So habe ich doch aufgehört zum Reden. Naja, ich glaube, das war so das Highlight am Ende, Maus without Borders. Also ich werde mit dem Maus without Borders heute nach Hause gehen. Frage noch, vielleicht eine einzige. Nein, es ist keine Bluetooth-Schnittstelle, oder? Sondern es ist tatsächlich nur dieses Tool, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und wie ist die Tastenkombination dafür? Die Tastenkombination, da gibt es keine. Man stellt das einmal ein und sobald der Computer online ist, und zwar geht es darum, wegen der Übertragung, man muss sich im gleichen Netzwerk befinden. Das heißt, aber wenn ich ja die nebeneinander stehen habe, bin ich ja meistens eh im gleichen WLAN oder im gleichen Ethernet, und also im gleichen LAN. Dann eben funktioniert das über ganz wie Datenübertragung. Ich persönlich habe gar nicht geschaut, aber es ist sicher über SAMBA-Protokoll, klassisch für Microsoft, dass diese Daten dann übertragen werden. Kein Bluetooth, sondern wirklich direkt übers LAN oder WLAN. Super, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ich sehe da schon Applaus im Chat. Ja. Ich habe jetzt leider niemand mehr wirklich gut Gelegenheit nachzufragen, aber ich glaube, die Überraschung ist dir gelungen, jetzt am Schluss noch ein neues Tool, das ganz neu freigeschaltet worden ist, vorzustellen. Ich sage ganz lieben Dank in die Runde, alle, die jetzt wirklich... Michael, tut mir leid, dass ich das jetzt da so zügig abmoderieren muss. Ja. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Michael. Vielen lieben Dank, Gunther. Und alle, die so interessiert bis zum Schluss dabei geblieben sind.
und mit Ihren Fragen noch so das Letzte an Informationen zu den neuen Tools herausgeholt haben. Es ist natürlich wie immer alles eine Frage der Routine. Ja. Also auf den ersten Blick, mir geht es auch so, wenn ich solche Dinge sehe, denke ich mir, oh Gott, ja, wenn ich 2-3 Mal hingegriffen habe oder 4 Mal, bin ich schon super erleichtert und froh, dass ich mir die Mühe gemacht habe, mich da einzulernen. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so, damit es noch leichter wird, wenn man die Dokumentation, sprich die Aufzeichnung zum Webinar in wenigen Tagen im eBMOOC dort verlinken, wo jetzt der Link zum Webinar war. Dort kommt jetzt dann in Kürze der Link zur Aufzeichnung hin. Und ich möchte auch diesmal wieder recht herzlich darum bitten, dass Sie unser Feedback geben. Der Feedback-Link kommt in Kürze in den Chat. Und da ist er schon. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, geben Sie uns Feedback und nehmen Sie da wieder teil an unserer Evaluation. Es ist eh nur ganz kurz. Und bleiben Sie dran. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie wiedersehen bei unseren nächsten Webinaren. 4.10., das ist schon nächste Woche, Medienkompetenz in der digitalen Gesellschaft. Total interessant aufbereitet mit mehreren Fachleuten, die im eBMOOC selber noch nicht aufgetaucht sind, die extra dafür ins Webinar kommen. Und am 18.10. künstliche Intelligenz, auch da wieder mit Referenten, in dem Fall männliches Podium, die also wirklich in der Praxis der KI-Verwendung sehr ausgewiesen sind und im eBMOOC mit einer Ausnahme noch nicht aufgetaucht sind und extra zu uns im Webinar dabei sein werden. Noch ein letzter Hinweis bezüglich Teilnahmebestätigungen. Wenn Sie Teilnahmebestätigung brauchen für diese Veranstaltungen, dann bitte wirklich über diesen Webinar-Link anmelden, immer für die nächsten Male, der hier eingeblendet worden ist. Hier geht es zu den weiteren Webinarterminen, hat der Reinhard Lechner gepostet. Da kann man sich auch dann zu den weiteren Webinaren anmelden, wenn Sie wirklich eine Teilnahmebestätigung brauchen. Bitte machen Sie das. Das macht es uns sehr viel leichter, Ihnen eine zu senden. Wenn wir keine E-Mail-Adresse haben von Ihnen, dann können wir Ihnen keine zuschicken. Also dafür bräuchte man diese Anmeldung. Aber Sie können natürlich, wenn Sie keine brauchen, einfach über den eBMOOC zu uns kommen. Ich sehe von Eileen dieses nette Danke-Kärtchen. Ich kann diesen herzlichen Dank nur zurückgeben und wünsche Ihnen noch allen einen ganz schönen und jetzt auch wohl erholsamen Abend. Bis zum nächsten Mal.